Guten Tag. Wir freuen uns, dass Sie an unserem Webinar zu IEC 60364-8-1 teilnehmen und begrüßen Sie ganz herzlich. Mit diesem Webinar möchten wir Ihnen die internationale Normungsarbeit näherbringen und veranschaulichen. Und dies im konkreten Beispiel mit der IEC 60364-8-1, die das Thema Energieeffizienz behandelt. Die IEC 60364-8-1 wird international im Technischen Komitee der IEC, kurz CC64 genannt, im Maintenance Teams 41 bearbeitet. Auf deutscher Ebene ist diese Norm als DIN VDE 0100-801 in Klammern VDE 0101-801 veröffentlicht und wird im DKE-Gremium K221 gespiegelt. Das K221 mit seinen Unterkomitees ist prinzipiell für die Ausarbeitung von Normen für die Sicherheit und die damit zusammenhängenden Fragen für elektrische Anlagen von Gebäuden zuständig. Insbesondere hat das Gremium dabei auch für die Koordinierung zwischen diesen Normen und den Normen der zu errichtenden Betriebsmittel im Bereich kleiner gleich 1000 Volt Wechselspannung und kleiner gleich 1500 Volt Gleichspannung zu sorgen. Zudem ist es zuständig für die Normen mit Pilotfunktionen, die den Schutz gegen elektrischen Schlag sowohl für Anlagen als auch für Betriebsmittel behandeln. Wir begrüßen Felix Frömming, Mitarbeiter bei der Siemens AG in der Abteilung Totally Integrated Power. Herr Frömming wird uns gleich in einem circa 30-minütigen, sehr interessanten und aufschlussreichem Vortrag einen Überblick in die internationale Normungsarbeit geben. Außerdem zeigt er uns auf, warum es so wichtig und wertvoll ist, die Normungsarbeit zu unterstützen und mitzuwirken. Herr Dirk Bartel, Normungsmanager seit 2009 in der DKE, ist schwerpunktmäßig für das K221 verantwortlich und somit für die Normenreihe DIN VDE 0100 Ihr Ansprechpartner. Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgezeichnet ist und Fragen hierzu direkt an Herrn Frömming per E-Mail gerichtet werden können. Bei Interesse an der Mitarbeit in der Normung wenden Sie sich gerne an Herrn Bartel. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und interessante Einblicke. Herzlich willkommen zum Webinar zur IEC 60364-8-1. Mein Name ist Felix Frömming. Ich bin bei der Siemens AG in der Abteilung Totally Integrated Power. Wir unterstützen Elektroplaner bei der Planung und Ausführung der Ausschreibungstexte. Daher auch mein Bestreben, diese Norm, die sich ja mit der Planung von Gebäuden beschäftigt, voranzutreiben. Gleichzeitig sitze ich auch im TC64 MT41 der IEC und im AK221.5.1. Ich erhoffe mir von diesem Webinar, dass ich Sie für die Norm ein bisschen begeistern kann, beziehungsweise auch Ihr Interesse wecken kann, sich mit der Norm weiter zu beschäftigen. Ich werde im Folgenden auf die Maßnahmen, die in der Norm gefordert werden, eingehen und einige auch ein bisschen detaillierter darstellen. Insgesamt geht es aber nicht darum, die komplette Norm hier darzustellen, sondern wirklich nur Einblicke zu geben, um einfach so ein bisschen zu zeigen, was der Kern der Norm ist. Hier eine kurze Übersicht der 60364 mit ihren verschiedenen Teilen. Ich möchte einfach mal so ein bisschen aufzeigen, wo sich die 8.1 eigentlich einsortiert. Das heißt, vom Prinzip kennen wir ja die 60364 bei uns in Deutschland als 0100. Und wir wissen, dass wir uns an diese Teile halten. Deswegen einmal hier kurz gezeigt, die 8.1 befindet sich also hier in Teil 8. Und im Speziellen behandelt sie eben die Energieeffizienz. Das Wichtige dabei oder das Entscheidende dabei ist eben, dass sie Teil der 0100 bei uns in Deutschland ist und somit eben bindend. Das ist für eine Norm, die sich letztendlich ja nicht mit Sicherheit beschäftigt, eigentlich eine Besonderheit und dementsprechend auch interessant für alle Leute, die mit dem Teil 0100 arbeiten. Inhaltlich
ist es so, dass die Norm verschiedene Maßnahmen vorgibt und jede Maßnahme je nach Ausführung eben jener bewertet. Das bedeutet, man kann für verschiedene Maßnahmen bestimmte Punktzahlen erreichen und am Ende hat man eben eine Gesamtpunktzahl, die eine Effizienzklasse dann eben gibt. Ich habe hier mal kurz so eine Übersicht erstellt, wo man mal sehen kann, welche Maßnahmen es ungefähr gibt. Und habe die farblich hinterlegt, um zu zeigen, wie die ganzen Maßnahmen so ungefähr thematisch zusammengehören. Das heißt, es ist jetzt nicht die Sortierung, wie sie in der Norm vorgenommen wurde, sondern wie ich meine, dass sie thematisch zusammengehören. Das heißt, wir können hier links sehen, den blauen Teil. Da geht es bei allen Maßnahmen darum, dass die Energie betrachtet wird. Und zwar ist es so, dass bei vielen Teilen, jetzt hier in dem unteren linken Teil zu sehen, in Relation to Total, also eine Relation genommen wird zur Gesamtenergie und oben der blaue Teil sich eben insgesamt mit Energie befasst. Dann haben wir einen roten Teil, da geht es eben um Transformatoren, das heißt einen Standort vom Transformator festlegen, die Effizienzklasse des Transformators und so weiter. Dann gibt es einen Teil, der sich mit Energiequalität beschäftigt. Das heißt, wir haben hier Oberschwingungen zu betrachten, einen Leistungsfaktor bzw. einen Wirkfaktor zu betrachten. Und dann gibt es einen Teil, der sich im Groben mit Gebäudeautomatisierung beschäftigt. Das heißt, wir haben die Temperaturkontrolle dabei oder Temperaturregelung dabei. Wir haben eine Festlegung von einer Performance, das heißt Überwachung, einer Performance-Überwachung. Also wie häufig überprüfe ich eigentlich, ob mein Gebäude noch dieselben Leistungen bringt wie zum Planungszeitpunkt bzw. zum Start des Betreibens dieses Gebäudes. Und ja, was so ein bisschen so ein besonderer Teil ist, finde ich, weil wir uns ja eigentlich mit der Elektroplanung beschäftigen und jetzt eben dieses Zusatzthema der Gebäudeautomatisierung noch haben. Dann steigen wir jetzt direkt in die Norm ein. Die Norm wird untergliedert in vier Kapitel. Das heißt, wir haben hier einmal die Installation, Energiemanagement, eine Performanceüberwachung, einen Power Monitoring und einen Bonusteil. Die beiden Teile habe ich zusammengefasst zu einem Teil, weil die relativ klein sind. Das heißt, es beinhaltet im Bonusteil erneuerbare Energien und Speicherkonzepte fürs Gebäude. Wir beginnen mit der Installation. Hier einmal die Maßnahmen, die in diesem Kapitel enthalten sind und rechts dann unterteilt die unterschiedlichen Bewertungen für Industriegebäude, kommerzielle Gebäude und infrastrukturelle Gebäude. Es gibt auch eine Bewertung für Wohngebäude, also für Residentials. Den Teil habe ich jetzt außer Acht gelassen, weil das ein Extra-Teil in der Norm ist und der für mich und für Sie vermutlich auch nicht so ganz relevant ist, weil ich glaube, dass in Residentials diese Norm nicht die durchschlagende Wirkung haben wird wie in den anderen Teilen. Ich werde jetzt so ein bisschen auf die einzelnen Teile eingehen. Beginnen wir mit der Messung der Energieverbräuche. Hier wird jetzt eben abgefragt, wie viel Prozent der Gesamtenergie der Anlage kann ich messtechnisch nachweisen. Das bedeutet also nicht, dass ich einmal in der Einspeisung messe und damit 100% gemessen habe, sondern ich muss schon in der Verteilung auch bis runter auf die Verbraucher gehen. Das Ganze bedeutet natürlich, dass ich einen relativ großen Messtechnikaufwand habe, was aber letztendlich auch eins der Ziele dieser Norm ist, nämlich die Messtechnik einbringen, um die Anlage möglichst gut überwachen zu können. Das Ganze muss man jetzt dann natürlich auch unter dem Aspekt betrachten, dass wir hier von der Planung der Anlage sprechen. Das heißt, wir müssen also bereits im Planungsprozess uns damit auseinandersetzen, wie viel Energie wird denn das Gebäude am Ende tatsächlich verbrauchen. Und das Ganze natürlich auch wieder aufgeteilt auf die einzelnen Lasten. Also wir brauchen einmal die Gesamtlast des Gebäudes und einmal die einzelnen Lasten, auch mit ihren Energieverbräuchen. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, der in dieser Norm schwierig ist, weil ich das nicht nur bei Energieverbräuchen habe, sondern tatsächlich auch später dann bei Oberschwingungen und so weiter.
Kommen wir jetzt mal so ein bisschen zur Energie zurück. Da muss man sich natürlich überlegen, okay, heutzutage, wenn ich normalerweise eine Planung mache, habe ich einen Anschluss, den lege ich für eine bestimmte Leistung aus, dann wird da hinten was angeschlossen. Ob das jetzt tatsächlich die Leistung hat, weiß ich vorher nicht, aber es wird ausreichend dimensioniert. So, für Energie ist jetzt natürlich nicht nur die Leistung entscheidend, sondern tatsächlich eher die Laufzeit am Ende auch. Und das ist das Schwierige dabei, weil ich jetzt nicht nur die Leistung des Geräts an diesem Anschluss brauche, sondern auch die Zeit, in der dieses Gerät genutzt wird. Das Ganze führt dann natürlich dazu, dass ich synthetische Lastprofile brauche, vielleicht auch vergleichbare Anlagen habe, wo ich das Ganze machen kann. Und das zieht sich durch diese Norm. Und das muss man eben auch beachten, wenn man diese Norm erfüllen will. In dem Fall jetzt, also wie gesagt, Relation gemessene Energie zu Gesamtenergie. Als nächstes soll jetzt hier der optimale Standort der Schaltanlage bzw. des Transformators bestimmt werden. Das heißt, ich habe hier jetzt mal einfach so einen Campus, nenne ich es jetzt mal, aufgezeichnet. Das heißt, ich habe hier einen Transformator, ich habe meine Hauptschaltanlage, ich habe verschiedene Lasten und ich habe verschiedene Verteiler, die auf diesem Gelände verteilt sind. Und jetzt geht es eben darum, auf Grundlage verschiedener Methoden festzustellen, wo ich diese Schaltanlage bestmöglich platzieren kann, um eben den kleinstmöglichen Verlust über die Kabelwege zu haben. Das Ganze kann ich einmal über die mittlere Kabellänge berechnen. Und als Alternative mit der Barycenter-Methode. Beide verfolgen da unterschiedliche Ansätze. Das bedeutet die mittlere Kabellänge, wie der Name schon sagt, man berechnet eben die mittlere Kabellänge, was letztendlich ja ausschlaggebend dafür ist, wie viel Leitungsverluste ich habe. Also je länger die Leitung, umso höher sind die Verluste über den Übertragungsweg. Bei der Barycenter-Methode ist es so, dass ich mir hier ein Koordinatensystem vorstellen muss. Jede Last bekommt XY-Koordinaten. Wahlweise kann man auch mit XYZ-Koordinaten arbeiten. Und auf Grundlage dessen wird dann eben so ein Lastschwerpunkt berechnet, in den ich dann den Transformator und die Hauptschaltanlage setzen muss. Wir fangen mal an mit der Kabellänge. Also mit der mittleren Kabellänge. Hier habe ich das Ganze mal im Single-Line-Diagramm dargestellt. Das heißt, man kann hier sehen, die Aufteilung ist jetzt natürlich nicht so wie gerade eben auf dem Übersichtsplan, soll es aber ja natürlich auch gar nicht, weil im Single-Line geht es jetzt nicht um die Örtlichkeiten, sondern da geht es darum, das Ganze elektrisch korrekt darzustellen. Wir können hier also sehen, wir fangen oben am Transformator an, gehen dann runter bis zu den Lasten und das sind auch die Längen, die wir am Ende angeben müssen. Das heißt, die kumulierte Kabellänge von der Einspeisung bis runter zum Verbraucher. Darüber wird dann die Summe gebildet, multipliziert mit der verbrauchten Energie der Last zum Quadrat. Darüber wird das Ganze dann gewichtet und am Ende habe ich dann eben eine gewichtete mittlere Kabellänge. Hier können wir jetzt also sehen, wir fangen also oben an der Hauptschaltanlage bis runter zum Verbraucher. Haben wir jetzt hier in Summe 154 Meter. Dann nehmen wir von der Last da unten noch die anzunehmende Gesamtjahresenergie zum Quadrat und berechnen darüber dann eben die gesamte Kabellänge für die Anlage. Wenn wir uns das jetzt hier mal dann nochmal genauer angucken, um dann zur Barycenter-Methode zu kommen, legen wir also hier jetzt für jede Last und für den Transformator diese Koordinaten fest. Dann können wir eben auf Grundlage der Formel, die wir vorhin kurz gesehen haben, den Lastschwerpunkt berechnen, beziehungsweise hier das Barycenter berechnen. Ich habe es hier schon mal eingezeichnet. Da wäre also der optimale Punkt für die Einspeisung. Ich sage mal jetzt rein von der Örtlichkeit auf dem Blatt hier zu sehen, schon relativ mittig, was dann auch am meisten Sinn ergibt. Der Unterschied bei der Barycenter-Methode ist jetzt, dass hier eben nicht die Kabelwege entscheidend sind, sondern tatsächlich der Standort. Das heißt, wenn wir jetzt mit XY-Koordinaten arbeiten, müssten wir davon ausgehen, dass quasi wie so ein Spinnennetz jetzt von dem Barycenter ausgehend die Kabel direkt zu den Lasten und zu den Unterverteilungen gezogen werden. Das entspricht jetzt nicht
der Realität. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass die Barycenter-Methode im Vergleich zur mittleren Kabellänge so ein bisschen Nachteile besitzt. In diesem Fall. Es gibt allerdings natürlich auch so ein paar Fälle, wo ich sage, okay, die Barycenter-Methode hat vielleicht auch ihre Berechtigung. Wenn wir jetzt beispielsweise mal an Automobilhersteller denken, die in ihren Werkshallen vielleicht auch ein bisschen mehr Spielraum haben, was den Standort angeht oder vielleicht auch den Trafo aufs Dach setzen können, um dann möglichst nah an diesem Schwerpunkt zu sitzen, dann ist es sinnvoll, denke ich. Insgesamt sollte es aber, finde ich, darum gehen, wie die Verluste übers Kabel sind. Und das kann ich eben konkret mit der Länge der Kabel bzw. eben dann der Führung der Kabel machen. Und vom Prinzip muss ich mich natürlich auch an die Kabelwege halten. Gerade wenn wir jetzt an Gebäude denken, haben wir natürlich Wege, die vorgegeben sind. Und da können wir den Trafo bzw. die Einspeisung jetzt nicht einfach so verlegen, wie wir es gerne hätten. Wenn wir jetzt hier das Barycenter setzen würden, sage ich mal, dann wäre es sicherlich auch sinnvoll, die Kabelwege nochmal zu verändern. Deswegen habe ich das jetzt hier mal eingezeichnet, wie man dann vielleicht die Führung ein bisschen verändern könnte, was dann am Ende natürlich auch wieder Einfluss hätte, wenn wir es jetzt direkt vergleichen wollen würden, auf die mittlere Kabellängenberechnung, weil wir jetzt natürlich mit dem Barycenter eine ganz andere mittlere Kabellänge errechnen würden, als wir es vorher gemacht haben. Hier jetzt mal kurz im Vergleich das Beispiel, was ich da gezeigt hatte, berechnet. Das heißt, wir haben bei der mittleren Kabellänge, kommen wir auf 182 Meter. Das ist also der Durchschnittswert, sage ich mal. Und bei der Barycenter-Methode muss man dann noch so ein bisschen das Verhältnis berechnen. Das heißt, wir haben die XY-Koordinaten von unserem Barycenter. Dann nehmen wir die Entfernung zur meist entfernten Last und legen dann quasi, ziehen dann quasi so einen Kreis um das Barycenter mit diesem Radius. Und innerhalb dieses Radius muss quasi die tatsächliche Einspeisung liegen und das Verhältnis der längsten Last zur Entfernung zur tatsächlichen Einspeisung wird dann hier quasi mit diesem a geteilt durch b berechnet. Da kommen wir jetzt auf ein Verhältnis von 0,74. Wenn wir uns jetzt hier die Bewertung angucken, da habe ich in Klammern das für die Barycenter-Methode und die Meteranzahl für die mittlere Kabellänge. Würden wir also mit der mittleren Kabellänge im mittleren Bereich tatsächlich auch liegen, also kleiner gleich 200 Meter, würden also je nach Gebäude 3 bzw. 5 Punkte bekommen. Für die Barycenter-Methode würden wir mit 0,74 hier komplett aus dem Bewertungsraster rausfallen und dementsprechend 0 Punkte für diese Maßnahme bekommen. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen die Sache der Norm. Das heißt, man kann sich eigentlich ja überlegen, welche Methode man nimmt. Vom Prinzip sollte man aber einfach danach entscheiden, welche Methode ist für mich in diesem Fall am gewinnbringendsten. Also in diesem Fall würde ich mich jetzt für die mittlere Kabellänge entscheiden und da eben diese 3 bzw. 5 Punkte mitnehmen. Und in anderen Fällen kann es eben sein, dass die Barycenter-Methode mehr Punkte bringen kann. Zu beachten ist jetzt noch, dass wir bei der Berechnung davor gesehen nicht 100% der Lasten einbeziehen müssen. Und hier gibt es jetzt eben dann nochmal so einen Zusatz, nämlich je mehr Lasten ich in meine Barycenter respektive mittlere Kabellängenberechnung einbeziehe, umso mehr Zusatzpunkte kann ich hier bekommen. Wenn ich also sage, okay, ich bin bei 90% der Lasten, die tatsächlich im Gebäude sind und die habe ich auch einbezogen, dann bekomme ich hier nochmal 6 bzw. 4 Punkte obendrauf. Bringt mir jetzt auch wieder so einen gewissen Spielraum. Neben dem, dass ich also mir aussuchen kann, welche Methode ich benutze, kann ich hier auch nochmal so einen gewissen Teil an Lasten rausrechnen. Sicherlich auch sinnvoll, wenn wir jetzt überlegen, wir haben beispielsweise eine Hochwasserpumpe, die auf 400 Meter Entfernung weit weg ist und vielleicht alle 3 Jahre mal läuft, weil es dann vielleicht mal ein bisschen Hochwasser gibt oder irgendwie der Keller voll läuft, dann würde mir die Last natürlich irgendwo auch mein Barycenter verschieben können, beziehungsweise hätte da sicherlich irgendwo einen gewissen Einfluss drauf. Die könnte ich dann beispielsweise bei der Berechnung rauslassen, weil das keine
tatsächlichen Betriebslasten sind, sondern Notfalllasten, nenne ich sie jetzt mal, oder sicherheitsrelevante Lasten, bei denen es nicht um Energieeffizienz geht, sondern darum, dass sie funktionieren. Dasselbe können wir später auch nochmal sehen, wenn wir bei der Spannungsfallberechnung sind. Selbst Beispiel, wir hätten eine riesige Strecke, hätten also dementsprechend auch einen großen Spannungsfall, lassen den aber raus, weil es für diese Anwendung nicht um Energieeffizienz geht, sondern eben um die Funktion, beispielsweise auch bei Löschpumpen oder sowas. Da geht es auch um die Funktion und eben nicht um Energieeffizienz und sollte ja natürlich auch kein Betriebszustand sein am Ende. Sind wir dann auch schon direkt beim Spannungsfall? Wir sehen also, ich muss mindestens 80% des Gesamtjahresverbrauchs in diese Berechnung mit einbeziehen, damit ich überhaupt Punkte kriegen kann. Das heißt, wir berechnen hier einfach einen mittleren Spannungsfall und da sehen wir schon, okay, bei 80% fallen also einige Lasten hinten raus weg, wie gerade eben schon angedeutet. Und hier geht es dann eben darum, einen mittleren Spannungsfall zu erreichen, also in diesem Fall mindestens kleiner gleich 5%, um wenigstens einen Punkt zu erreichen. Hier kann man auch schon sehen, dass es für alle Gebäudetypen die gleiche Bewertungsskala gibt und hier jetzt nicht unterschieden wird. Hier bei den Transformatoren können wir dann auch schon sehen, dass hier nicht zwischen den Gebäudetypen unterschieden wird, sondern die Bewertung für alle Gebäudetypen gleich ist. Es geht hier um den Wirkungsgrad, den maximalen Wirkungsgrad des verwendeten Transformators. Das heißt, wir liegen hier zwischen 98 und 99,5%. Seit 2015 gibt uns die EU sowieso schon vor, welche Mindestwirkungsgrade unsere Transformatoren haben müssen. Und ab nächstem Jahr, also 2021, werden diese Werte nochmal verschärft. Das heißt, für uns 98% fallen eigentlich schon raus, wenn wir uns in der EU befinden. Und es geht eigentlich nur um 2 bzw. 3 Punkte. Dazu habe ich mal was vorbereitet. Ich habe hier mal dargestellt, wie die Werte für 630 kVA bis 3150 kVA sind. Das sind jetzt meines Erachtens für die Anwendungen, die wir hier haben, die am häufigsten genutzten Größen. Auf die kleineren bin ich jetzt mal nicht eingegangen. Hier sieht man schon, dass also alles über 99% Wirkungsgrad hat. Was sehr interessant ist, finde ich, ist Folgendes. Wir erreichen die geforderten 99,5%, um die volle Punktzahl zu bekommen, lediglich mit den Vorgaben von 2015 für Öltransformatoren, für 2500 kVA und 3150 kVA und für die Öltransformatoren ab 2021. Die Trockentransformatoren erreichen diese geforderten 3 Punkte mit den Mindestvorgaben der EU zumindest nicht. Das heißt, man muss also entweder einen Hersteller haben, der sowieso schon über diesen geforderten Wirkungsgrad geht, oder man bestellt sich den Transformator eben genau so. Ist, denke ich, für den einen Punkt, den man jetzt hier mehr bekommen kann, nicht relevant, weil was für die Norm auch wichtig ist, ist, dass natürlich alle Maßnahmen, und das wird auch vom Kunden so gefordert werden, dass alle Maßnahmen sich natürlich auch in einem wirtschaftlichen Rahmen bewegen, der lohnenswert ist. Wir brauchen hier nicht Millionen investieren, um 2, 3 Punkte zu bekommen, sondern es muss natürlich alles in einem gewissen Verhältnis stehen. Dann kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Kapitel, das heißt zum Energiemanagement. Hier sehen wir also, dass es 9 Maßnahmen zu diesem Kapitel gibt. Ich stelle jetzt gleich mal 3 vor, nämlich die Heizung, Lüftung, Klima, die automatisierte Beleuchtung und das Energiemanagementsystem an sich. Hier sehen wir also, dass ein Energiemanagement bzw. in dem Fall sogar ein Lastmanagement gefordert wird. Wir müssen also laut dieser Maßnahme mindestens 50% unserer Lasten mit einem Energiemanagementsystem überwachen. Insgesamt natürlich, wenn wir über den ganzen Messgeräteeinsatz, den wir ja schon am Anfang der Präsentation gesehen hatten, nachdenken, natürlich eine sinnvolle Sache. Ich werde nicht viele Messgeräte installieren und die dann alle per Fuß ablesen und mir Notizen machen, sondern da geht es natürlich darum, dass ich eine aktive, automatisierte Überwachung des Ganzen habe und da ein anständiges System dahinter steht. Wir sehen hier, wenn wir über 90% unserer Anlage so überwachen, dann bekommen wir tatsächlich 12 bzw. 8 Punkte.
Das macht natürlich in der Gesamtbewertung einen Riesenteil aus und kann dazu führen, dass man ganz schnell eine Energieeffizienzklasse in der Gesamtbewertung höher rutscht bzw. runterrutscht. Das heißt, da sollte man ein Augenmerk drauf legen und ist natürlich auch, wenn man an den Sinn dieser Norm denkt und natürlich auch ein bisschen weiter denkt, wenn man jetzt Richtung ISO 50001 geht und da seinen Verbesserungszyklus durchlaufen will, hat man hier natürlich die Grundlagen dafür geschaffen. Das heißt, die Messtechnik und natürlich auch die Software, die dann darauf läuft, bereitet mich darauf vor, im Betrieb die Anlage zu überwachen und natürlich auch im Betrieb Verbesserungen vorzunehmen bzw. auch zu dokumentieren. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es geht hier natürlich nicht nur darum, eine Energieeffizienzklasse zu erreichen, sondern ich will natürlich auch für den Betrieb später die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen. Und das sollte man bei der Norm hier immer im Hinterkopf behalten. Hier dann die bereits erwähnte Heizung, Lüftung, Klima, die, wie ich finde, in einer Norm für elektrotechnische Betrachtungen eine ganz interessante Sache ist. Wir müssen hier also festlegen, können wir die Temperatur regeln, auf welchem Level können wir die Temperatur regeln und haben wir da vielleicht auch noch eine zeitliche Komponente mit drin. Insgesamt natürlich für die Gesamtbetrachtung von so einem Gebäude sehr sinnvoll. Für einen Elektroplaner kann das allerdings dazu führen, dass er sich mit der Automatisierung oder mit den Gebäudeautomatisierern abstimmen muss und da Informationen bezieht, weil es da durchaus sein kann, dass der Elektroplaner selber gar keinen Einfluss darauf hat, wie das Ganze hier vonstatten geht. Und hier sicherlich ein ähnliches Prinzip. Das heißt, der Elektroplaner macht vielleicht auch parallel die Beleuchtungsplanung, was durchaus häufiger mal vorkommt. Muss natürlich dann jetzt auch wieder wissen, wie viel verbraucht denn die Beleuchtung insgesamt eigentlich und wie viel Prozent dieser Beleuchtung ist automatisiert. Und auf Grundlage dessen bekomme ich hier ein bzw. zwei Punkte. Ist jetzt auch wieder für alle Gebäude gleich, war bei der Heizung, Lüftung, Klima genauso. Ist, finde ich, ganz interessant, dass es hier in der Norm mit drin ist. Natürlich, wie gesagt, für so eine Gesamtbetrachtung ganz interessant. Von der Punkteverteilung her natürlich jetzt nicht ganz so ausschlaggebend wie andere Maßnahmen. Dann sind wir jetzt hier auch schon beim dritten Kapitel angekommen. Performance Maintenance, also die Überwachung der Performance des Gebäudes. Auch wieder fünf Maßnahmen dabei. Ich stelle einige vor. So, im Folgenden geht es also darum, wie oft überwache ich meine Anlage eigentlich, beziehungsweise die Performance meiner Anlage? Mache ich das Ganze jährlich oder mache ich das Ganze täglich oder was dazwischen? Vom Prinzip bin ich der Meinung, wenn wir vorher schon uns über ein Energiemanagementsystem Gedanken gemacht haben und eins implementieren, wenn wir viel Messtechnik verbaut haben, um unsere Lasten zu überwachen, um das Ganze vergleichen zu können, dann sind wir natürlich auf einer täglichen Basis unterwegs, weil wir uns in einem gewissen Rahmen bewegen, weil wir vielleicht auch eine Bandbreite festgelegt haben, in der wir uns normal bewegen. Und sollten wir darüber hinaus oder darunter gehen, gibt es vielleicht auch eine Warnung oder eine Meldung. Ich denke, dass das für jeden wünschenswert sein sollte, wenn ich die Anlage schon so ausstatte, dass ich dann auch solche Funktionen mit implementiere. Und das wird hier einfach nur abgefragt. Transformatoren hatten wir vorhin schon. Jetzt geht es darum, nicht nur den maximalen Wirkungsgrad zu haben, sondern bewege ich mich mit meiner Belastung in einem bestimmten Bereich um diesen optimalen Arbeitspunkt herum. Das heißt, bewege ich mich auf einer Bandbreite von plus minus 20% um diesen optimalen Arbeitspunkt. Dafür nehme ich alle Transformatoren, die in meiner Anlage sind, und bilde einfach ein Verhältnis zwischen denen, die in dieser Bandbreite arbeiten und denen, die es nicht tun. Dann bekomme ich hier, wenn kleiner 20%, also 0,2, wenn kleiner 20% außerhalb dieser Range sind, dann bekomme ich eben diesen einen Punkt. Ist jetzt auch wieder so eine Sache, weil ich natürlich den Arbeitspunkt, den kann ich einfach berechnen. Das ist gar nicht das Problem. Also den optimalen Arbeitspunkt. Aber den tatsächlichen Arbeitspunkt, der schwankt ja. Und
Ich rechne hier eigentlich mit einer statischen Belastung, die mein Transformator aber ja in dem tatsächlichen Betrieb gar nicht hat. Da schwanke ich ja, je nachdem, welche Lasten ich habe, immer wieder hin und her. Ist, finde ich, ein netter Versuch, hier noch ein bisschen drauf einzugehen, den richtigen Transformator für die Anlage zu wählen. Und sicherlich sollte man sich da auch mehr Gedanken machen. Aber die Maßnahme an sich, auch schon mit der Bewertung ein Punkt, ist, finde ich, was, was man ja im Notfall auch vernachlässigen kann. Dann sind wir jetzt hier auch schon beim letzten Teil des Vortrags angekommen, Power Monitoring und dem Bonusteil. Hier sehen wir also, es geht einmal um den Wirkfaktor, einmal um die Oberschwingungen und dann natürlich im Bonusteil die erneuerbaren Energien und die Speichermöglichkeiten, die ich jetzt im Gebäude dann habe. So, hier sind wir also beim Power Factor, dem Wirkfaktor, also dem Cosinus Phi meiner Anlage. Ich bewege mich hier in einer Range von 0,85 bis 0,95. Klassisch eigentlich, wenn ich jetzt in Anschlussbedingungen habe, in die Anschlussbedingungen gucke, dann bewege ich mich irgendwo in diesem Rahmen. Sollte ich andere Vorgaben haben, also kleiner als diese 0,95 und ich erreiche diese 0,95, dann kann ich mir natürlich trotzdem die maximale Punktzahl geben, weil es dann keinen Sinn ergeben würde, einen höheren Wert zu erreichen, wenn ich diese Vorgaben habe. Vom Prinzip natürlich so, dass ich einen möglichst hohen Wert für meinen Cosinus Phi haben möchte, um möglichst nah an meiner Scheinleistung zu sein, also möglichst wenig Blindleistung zu haben, die zusätzlich meine Kabel belastet und zu zusätzlichen Verlusten durch Erwärmung führt. Dann die Oberschwingung, finde ich, ist ein sehr schwieriges Thema, weil einerseits ist es natürlich so, dass ich in meinem Netz verschiedene Lasten mit verschiedenen Oberschwingungsanteilen habe, die sich gegenseitig begünstigen können, aber auch gegenseitig auscanceln können. Das heißt, ich muss vorher Berechnungen anstellen, die relativ komplex sind. Ich muss vorher vor allem auch von allen Geräten die Werte bekommen, was auch gar nicht so einfach ist, und dann insgesamt meinen Oberschwingungsanteil berechnen. Ist, finde ich, für eine Anlage, die nicht im Betrieb ist, nahezu unmöglich, beziehungsweise auch ein riesiger Aufwand. Dementsprechend ist es schwierig zu sagen, wie sinnvoll das Ganze jetzt hier ist. Normalerweise würde ich sagen, man geht in den Betrieb, misst aus, findet raus, welche Oberschwingungsanteile jetzt hier besonders groß sind und kann dann überlegen, ist es sinnvoll, vielleicht da einen aktiven Filter einzubauen oder eben nicht. Und ja, wie gesagt, ist jetzt hier eine Vorgabe, also eine Maßnahme, man bekommt bestimmte Punkte, muss sich aber eben auch für eins entscheiden, also möchte ich lieber THDI oder THDU betrachten und bekomme dann eben hier meine entsprechenden Punkte dafür. Dann sind wir schon beim Bonusteil, das heißt hier die erneuerbaren Energien. Dann geht es einfach nur darum, in welchem Verhältnis steht meine selbst erzeugte Energie zur Gesamtenergie der Anlage. 5 bis 80%. Muss man selber sehen, wie das in der Anlage machbar ist überhaupt. Also in einem Industriebetrieb größer gleich 80% selbst zu erzeugen, ist natürlich schon eine ganz schön große Installation an erneuerbaren Energien notwendig. Wird sich tendenziell eher bei kleineren Sachen vielleicht lohnen, muss man eben gucken. Wie gesagt, das ist Bonus, das heißt, der geht nicht in die eigentliche Bewertung mit ein. Das heißt, wenn man alle anderen Punkte bekommen würde, würde man auch so in die höchste Energieeffizienzklasse kommen. Wenn man das hier hat, hat man quasi nochmal die Möglichkeit, so ein paar liegen gebliebene Punkte auszugleichen. In dem Zusammenhang gibt es ja auch die Abfrage, ob es Speichermöglichkeiten im Gebäude gibt. Allerdings nur, wenn ich tatsächlich auch erneuerbare Energien installiert habe. Also das heißt, das eine bedingt das andere in dem Fall so ein bisschen. Hier geht es dann aber auch darum, die maximal mögliche Leistung, die man speichern kann, in Relation zu quasi einem Tag zu haben. Also wie viel kann mein Speicher speichern und wie viel verbrauche ich eigentlich an einem Tag? Grob, weil es hier um die Gesamtenergie geteilt durch 360 eben geht. Und auf Grundlage dessen bekomme ich dann hier auch wieder Punkte.
ist natürlich eine Maßnahme, die, wenn es um Speicher geht, viel Geldeinsatz erfordert und sicherlich auch ja, einen Anwendungsfall braucht. Und wenn man den hat, kann man hier eben auch nochmal so ein paar extra Punkte mitnehmen. So, dann sind wir auch schon am Ende des Vortrags. Das heißt, hier können wir uns jetzt angucken, in welcher Energieeffizienzklasse wir uns dann befinden. Ich sag mal, wenn man jetzt mal so grob durchgeht und man da jetzt keine großen Änderungen vornimmt, beziehungsweise große Maßnahmen da jetzt irgendwie betreibt, eine besonders hohe Energieeffizienzklasse zu erreichen, wird man sicherlich mit den heutzutage normalen, also mit den heute standardmäßigen Installationen in Energieeffizienzklasse 2 und 3 landen. In die 4 und in die 5 zu kommen, ist dann schon ein relativ großer Aufwand auch, weil man eben ziemlich viel machen muss, was auch dokumentiert werden muss am Ende natürlich und sicherlich auch viele Punkte dabei hat, die man jetzt nicht direkt beeinflussen kann. Also wenn wir jetzt nochmal an die Barycenter-Methode bzw. die mittlere Kabellänge zurückdenken, in Gebäuden wird es tendenziell schwierig sein, da die Einspeisung bzw. die Hauptschaltanlage irgendwie zu verlegen. Das heißt, da habe ich dann schon Punkte, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Und so gibt es ja einige Maßnahmen in dieser Norm. Und deswegen wird man tendenziell auf die 2 bzw. die 3 kommen, denke ich. Es ist aber natürlich durchaus möglich, da auch in höhere Klassen zu kommen. Ich hoffe, dass ich Ihnen so ein bisschen mitgeben konnte, was der Kern dieser Norm ist, dass Sie Interesse an dieser Norm entwickelt haben und mit der Norm gerne arbeiten möchten. Sollten noch Fragen sein, speziell zu der Norm oder vielleicht auch, wie man diese Norm umsetzen kann, dann können Sie sich natürlich gerne bei mir melden. Hier einmal meine E-Mail-Adresse, beziehungsweise können Sie natürlich auch über den VDE Ihre Frage stellen und dann können wir Ihnen da sicherlich helfen. Ich danke für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, tschüss.